Zum Eklat kommt es 1988 in der Sendung zum Thema Sex. Im Verlauf der Sendung wird die Sexualmoral der katholischen Kirche scharf kritisiert von der Theologin Uta Ranke-Heinemann. Heinemann, was ist denn so falsch am Sex in der katholischen Kirche? Ach, da möchte man sagen, von vorne bis hinten alles. Die Ausdrucksweise heute Abend muss man sehr auf die Folge tragen. Ist denn die katholische Kirche immer so lustfeindlich gewesen? Immer. Der jetzige Papst hat zwei Themen auf der Latte. Das erste ist der Zölibat. Und das zweite ist die eheliche Enthaltsamkeit. Keine Verhütung und nichts, nicht mal bei AIDS. Man muss sich mal sowas vorstellen. Ich meine, wieso mischt der Papst sich da eigentlich rein? Wir sind doch aus dem Zeitalter heraus, dass wir den obersten Medizinmann, den obersten Priester als obersten Medizinmann fragen. Die Leute haben sich doch inzwischen spezialisiert. Ich meine, das geht dem Papst überhaupt nichts an. Und das muss mal gesagt werden. Mitte der 90er Jahre entwickelt Kurt Eschbacher mit seinem Team das Konzept von Grell Pastell erfolgreich weiter. Und jetzt der Mann, von dem Frauen alles wollen, außer Sex. Hier ist Kurt Eschbacher. 1998 erobert er mit seiner neuen Show Casa Nostra den Samstagabend. Super, danke schön. Jetzt seht ihr, meine Damen und Herren, Schlagzeilen beweisen schon. Heute Abend gehen wir zur Sache. Heute Abend machen wir die elektronische Entdeckung vom Unterlieb. Wir lücken Entblößung aus. Wir flanieren auf einem breiten Boulevard von den offenen Tränenkanälen. Und das nur aus einem einzigen Grund. Wir wollen die Einschaltquoten erhöhen. Wir gehen jetzt an den Ort, wo euch Boulevardmedien immer haben wollen. Wir gehen zusammen ins Nest. Ja. Darf ich bitten? Die Dame vielleicht mit den engeren Schuhen, denen muss man galant aufhelfen. Frau Dilie, wenn ich euch doch gerade schon so im Bett habe. Ihr seid Jetsetterin. Was ist da eigentlich so das Holz, das man daraus geschnitzt sein muss? Ist das eine Frage vom Umfang von der Brieftaschen oder von der Brust? Nein, ich würde sagen eher viel Humor, Spass am Leben. Das reicht? Sicher ein Teil davon. Schlagzeilen über dich. Verona, eine Schlampe. Verona ist eine clevere Geschäftsfrau. Verona, das Dummchen der Nation. Tut das manchmal etwas weh, wenn man das liest? Also Dummchen finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also ich mag es gern, wenn die Leute mich unterschätzen. Wie sie dich unterschätzen, das finde ich toll. Ja, man kann sie besser überraschen, nicht wahr? Genau, wenn man zu viel erwartet, dann ist es natürlich immer sehr schwer, noch sehr gut zu sein. Aber wenn man sowieso meint, ich könnte nicht bis 3 zählen und plötzlich zähle ich einwandfrei bis 4, dann ist das doch schon leicht. Und bei 5 fängt das große Staunen an, nicht wahr? Die Rose sind für euch. Ursula Andres, den hat gestern Geburtstag gehabt. 10, 20, 30, 40. Was soll ich aufhören zu zählen? Dann geht weiter. Alle wissen, wie alt ich bin. 61. Und sieht immer noch so strahlend. Männer haben ja im Leben eine wichtige Rolle gespielt. Seid ihr ein männerfressender Vamp? Sounds good. Huh? Aha. Sounds perfect, isn't it? Immer amüsieren, wenn ich alle die Titel, die Überschriften hören. Dann sagen wir, wer ist echt das? Und ich lache nicht zu mir selber. Es ist noch nett, all die Titel, die sie mir anhängen. Aha. Aber es hat nichts mit der wahren Ursula zu tun. Jeder Mann war eine grosse Liebe. Ich habe immer gehofft, ja. Und dann ist es verkleckt. Manchmal geht es kaputt. Was kann man davon machen? Da kann man nichts machen. Aber es kommt der Nächste. steht der Nächste hinter der Ecke? Nein. Es ist fertig. Jetzt ist es fertig? Ja, sag es. Frau André.